über 100 Jahrhunderten sitzt der Imperator reglos auf dem goldenen Thron der Erde. Nach göttlichem Willen ist er der Herr der Menschheit und durch die Macht seiner unerschöpflichen Armeen der Herrscher über 1 Million Welten. Er ist ein verrottender Leichnam, den mystische Gerätschaften aus dem dunklen Zeitalter der Technologie am Leben halten. Er ist der Aasherrscher des Imperiums, dem täglich tausende Seelen geopfert werden, damit er niemals wirklich stirbt. Doch in seinem Untod bleibt der Imperator ewig wachsam. Mächtige Raumflotten durchqueren das dämonenverseuchte Miasma des Warps, der einzigen Verbindung zwischen fernen Sternen und das Astronomikan, die physische Manifestation des Willens des Imperators, ist Licht auf ihren Wegen. Gewaltige Armeen ringen in seinem Namen auf zahllosen Welten miteinander. Stahl ist immer nur so gut wie der Mann, der ihn führt. Worte sind immer nur so eindrucksvoll wie der Mann, der sie spricht. Ihr steht heute hier, damit man über euch richten kann. Doch man wird nicht nach dem Ruf eures Stammes oder nach dem Wert eurer Ausrüstung über euch richten, sondern nach euren Taten und eurem Mut. Aus der rituellen Eröffnungszeremonie der Aspirantenauswahl bei den Stormwardens. Und so geht ihr den Weg durch die Marktstraßen vorbei in Richtung des Wort des Glaubens. Geführt werdet ihr von einem Katachana, der hier schon seit einigen Monaten anwesend ist. Und so könnt ihr dann die Missionsstation Aufragen sehen, die das Imperium hier auf Aurum in Highstand errichten durfte. Das Gebäude ist nicht unbedingt beeindruckend, es ist ein umfunktioniertes, einstöckiges Gebäude aus Stein und über dem Eingang hat jemand mit großer Detailtreue einen Aquila gemalt. Ihr könnt davor sehen einen ausgezehrten Mann mit einer Halbglatze, der eine abgewetzte Robe der Ekklesiarchie trägt und steht außerhalb des Gebäudes, er hält tapfer eine Ausgabe der Hauptdoktrinen der imperialen Religion hoch, während sich drei hochgewachsene Auraner vor ihm aufgebaut haben. In ihren Mienen zeichnet sich blanker Hohn ab. Einer der jungen Männer versucht spielerisch nach dem Buch zu haschen. Warum würde ein wahrer Gott es für nötig befinden, seine Geschichten in einem Seesprech aufzuzeichnen? Dem Missionar gelingt es, den ersten Auranern zu entgehen. Der stolpert dabei allerdings fast in einen anderen. Dieser lehnt sich näher an ihn heran. Warum schickt er gebrechliche Greise aus, um seinen Glauben zu verbreiten? Wenn dein Imperator so mächtig ist, warum folgen ihm dann keine echten Krieger nach? In diesem Moment fällt der Blick des Missionars auf euch. In seinen Augen blitzt Hoffnung. Es ist fast so, als sei der alte Mann davon überzeugt, dass der Imperator selbst seine Gebete beantwortet hat. Er richtet sich selbstbewusst auf und kommt den forschen Schritt auf euch zu. Hier ist eure Antwort. Ich habe euren ungläubigen Ohren immer wieder gepredigt, dass der Imperator beschützt. Und der Beweis steht nun direkt vor euch. Diese Männer sind seine heiligen Kempen. Und die mächtigsten Krieger der ganzen Galaxis. Ja, ihr ehrt die Brüder und mich. Aber er spricht die Wahrheit. Imperator sendet uns auf seinen Willen. Wir folgen. Bruder, jetzt stell dich vor. Und ich würde unserem Fenris Bruder auf die Brust hauen. Ich grüße euch, Vater. Das ist Imperator. Also. Schickt uns auf seinen Geheiß. Ihr könnt sehen, wie die Auraner sehr ein bisschen missgelaunt, teilweise auch beeindruckt, erstmal verstummen und einen halben Schritt zurücktreten von euch und auch von Vater Marius. Ich habe gebetet. Ihr wurdet bereits angekündigt, dass ihr kommen sollt und nun seid ihr da. Vom Himmel herabgestiegen auf gleißenden Schwingen. Wie die Engel, die ihr seid. Die Death Watch. Ihr sagtet es selbst, Vater. Der Imperator beschützt. Auf seinem Thron. Habt Hoffnung, habt Glaube. Und er wird euch entlohnt. Heiliges Terra. Also gut, kommt rein. Willkommen auf Eisstand, willkommen auf Aurum. Kommt rein.
Ich werde morgen meine flammenden Reden weiter ausführen. Nun verlangen die Engel meine Aufmerksamkeit. Geht hinweg. Ja, damit scheucht er sie so ein bisschen. Allerdings würden sie weniger auf ihn hören, sondern noch einmal stehen bleiben und euch dann mustern, wenn ihr ja, entweder an ihn vorbeigeht oder aber stehen bleibt, um selbst nochmal mit ihm zu sprechen. Und auch erkennen, wie jetzt aus den drei Personen noch ein paar mehr geworden sind und ja, immer und immer wieder ein paar Leute auch aus den Häusern herauskommen und sich dann auf die Straße stellen. Alle sind ja golden oder bronzefarben, golden oder bronzenfarbene Haut, also nicht so unbedingt bleich, wie es Cray ist, aber auch nicht so schwarz, wie es dann Bruder Ifrit ist. Es ist eine gesunde, goldene, glänzende Farbe, die wohl auch daran liegt, dass die merkwürdigen Dekavan-Kristalle hier abgebaut werden. Ich würde bei dem Jüngsten, der besonders frevelhaft war, einmal kurz stehen bleiben, freundlich zu ihm runtersehen. Sohn, dies ist eine Welt unter einer Million, die dem Imperator gehören. Nur ein Teil der gesamten Galaxis. Ich glaube nicht, dass du auch nur eine Ahnung hast von dem, was dich da draußen erwartet. Ich glaube nicht, dass du der Stärkste bist, denn am Ende kostet dich das nur das Leben. Und damit würde ich dann einfach weitergehen. Du merkst noch, wie er überlegt noch, ob er dich anfasst, lässt es dann aber bleiben, er knurrt dir aber noch hinterher. Aurum gehört dem Imperator nicht. Noch nicht. Ja, so könnt ihr ins Innere der Kapelle gehen, die auch von innen nicht wirklich eindrucksvoll ist. Der standardisierte Anblick. Es gibt natürlich noch ein paar Wandteppiche, die dann aufgehangen worden sind und ein kleiner Altar. Natürlich eine Vielzahl an Aquilaren, aber abgesehen davon ist es wirklich sehr trist, möchtet ihr meinen. Also von diesen imperialen Kathedralen ist hier überhaupt keine Rede. Und auch viel Throne sind hier nicht investiert worden. Das ist alles noch sehr provisorisch. Ja, der Mann, Vater Marius, wird sich dann noch einmal die Robe so ein bisschen glatt streichen und tritt dann mit euch in Richtung der Sakristei. Die kleine Kapelle ist sowieso leer, aber in der Sakristei wäret ihr dann weiter ungestört. Ihr müsstet dann nur euren Kopf einmal einziehen, damit ihr dann vor allem auch mit euren Servorüstungen durch die Tür passt und im Inneren... Ja, verzeiht? Es wirkt etwas spartanisch hier. Wir haben natürlich einige Ressourcen, aber nun, wir haben noch nicht allzu viel Throne investiert, das stimmt schon. Wir wollen sie vor allem. Der Imperator drückt sich nicht nur in Geld und Prunk aus. Sie lassen. Richtig. Die Auraner lassen sich nicht durch Schmuck allein überzeugen. Nun, wir könnten es ja alles mit Gold auskleiden, aber das würde ihnen wenig bedeuten. Sie selbst kennen keine Metalle. Aber kommt erstmal rein. Also, ihr seid, ich bin mir nicht genau sicher, warum ihr jetzt hier seid. Seid ihr hier, um zu ermitteln wegen dem Tod der Schwester Hospitalis? Oder, nun, ihr wurde zumindest angekündigt, dass ihr kommt. Und das ist natürlich schon einige Wochen her, aber nun seid ihr ja hier. Die Aslan sagte zumindest, dass er mit der Inquisition in Kontakt steht. Eure Annahmen sind richtig. Wir wissen von dem Tod der Schwester, aber hauptsächlich sind wir hier, um Aurum zu befrieden. Und mit so einem leichten Wump setze ich manchmal einen Flammenwerfer ab und schaue dann einfach mal zu unserem Space Wolf, dass der jetzt mal losredet. Die Schwester ist eines der Dinge, warum wir hier sind, aber hauptsächlich ist es ein Grund, dass diese Welt nun eingegliedert wird, wie viele anderen, in das Reich des Imperators. Ja, ja. Es scheint ja so, dass in letzter Zeit nicht allzu viel hier passiert ist. Und der Tod der Schwester hat mich gerade dazu beigetragen. Nun, dann hat ihr Tod zumindest eine gute Sache. Auch wenn sie viel zu früh von uns gegangen ist. Sie war so eine ausgezeichnete Chirurge. Es ist schade um sie, vor allem bei den vielen Verletzten. Selbst die Katachaner tun sich wirklich sehr schwer mit den Aufnahmeprüfungen hier. Nun gut, aber ihr werdet es sicherlich alles sehr viel besser machen. Ja, ja, die Schwester, die heilige Schwester. Rachael war ihr Name. Sie ist erst seit, ich glaube, 5 Jahren hier gewesen. Ich bin schon seit 20 Jahren hier. Aber in der Zeit ist wirklich nicht viel passiert. Nun, wir würden dann euren Bericht über die letzten 20 Jahre in schriftlicher Form erwarten.
Habt ihr das Essay bekommen, was ich gemeinsam mit Diaslan ausgefertigt habe? Da sollte eine ganze Menge drinstehen, zumindest über die letzten 30 Jahre nach Ankunft unserer Kreuzzugsflotte. Es stand einiges drin, aber es wirkte doch auch etwas unvollständig. Ja. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass sie ein Niedergotisch sprechen, dass selbst die Ungebildeten hier draußen, sie verstehen euch, auch wenn der Akzent furchtbar ist, aber das deutet auch darauf hin, dass es bereits einmal befriedet worden war. Und das mag schon eine lange Zeit her sein. Ich hatte auch die Inquisition gebeten, euch ein anderes Essay mitzugeben. Habt ihr das ebenso bekommen? Aus dem Jahre M31. Von dem großen Verrat. Aus der Zeit des großen Verrats. Korrekt. Ich habe euch das nicht unter Grund mitgegeben. Beziehungsweise mitgeben lassen. Sie haben selbstverständlich eine Urreligion, auf der wir aufbauen. Wisst ihr, normalerweise, wenn das Imperium eine Urzeitwelt nun entdeckt und dabei auch einige Bewohner auftauchen, dann entscheidet man, ob man den Planeten befriedet oder ob man sie auslöscht. Und hier sind wir tatsächlich unabhängig von ihrer Statur darauf gekommen, dass sie einmal schon zu der Kreuzzugsflotte gehörten, auch wenn das lange Zeit her war. Allerdings, sie ist speziell. Bin mir nicht ganz sicher, inwiefern ihr in solch heretisches Wissen eingeweiht seid. Ich weiß, dass ihr als Astartes-Krieger auch Mitglied der Inquisition seid, aber viele von euch haben auch dieses Wissen nicht und reagieren besonders empfindlich. Naja, geht lieber darauf ein, warum es so wichtig ist. Nun, wie ich bereits sagte, sie etwas weiter nördlich von hier, da könnt ihr es bereits sehen, ein Kreis mit, es waren zumindest einmal 20 Statuen. Nun, selbstverständlich haben wir nur 9 Primarchen und die anderen 9 wurden, beziehungsweise 11 wurden aus der Geschichte herausgeschrieben. Aber zu damaligen Zeiten waren es noch einmal 18, beziehungsweise 20. Wir sind uns über die 2 Verbliebenen nicht ganz sicher. Sie haben Abbilder und Statuen von ihnen, die sie jetzt seit nun sicherlich mehr als 10.000 Jahre verehrt haben. Sie waren also eingegliedert. Das macht es besonders interessant. Dennoch macht es es so schwer, sie wieder dazu zu bringen, den Imperator zu folgen. Nun, den Imperator beten sie selbstverständlich auch an, aber als mythischen goldenen Krieger, der gegen einen Drachen gekämpft hat. Vor allem, weil er eben einen Drachen besiegt hat. Deswegen sind sie auch zu Gesprächen bereit. Deswegen haben sie auch dem Imperium gestattet, hier auf Heilstand zumindest das Wort des Glaubens und nun auch die Aspiranz. Wir durften eben die Krieger hier absetzen. Nun leider, ihre Kultur verhindert das, unabhängig davon, dass wir ihren Planeten nun korrekt katalogisieren dürfen. Aber die Gespräche, die Eingangsgespräche, macht das zumindest schon mal. Wir haben eine gleiche Basis, versteht ihr? Eine Basis, die 20 Jahre anscheinend nicht weitergekommen ist. Deswegen seid ihr jetzt hier. Naja, die wirklich interessante Frage ist ja, wer kann uns erlauben, die Stadt zu verlassen? Das ist der Kaele, der Anführer, wenn ihr so mögt. Ich habe ihm bereits gesagt, dass ihr kommt. Ich wusste nicht genau, wer kommt, aber ich wusste, dass ihr kommt. Wie gesagt, Diaslan hat euch angekündigt und er ist sehr gespannt darauf, euch als Vertreter des Imperiums kennenzulernen. Die Residenz vom Kaele kann ich euch weisen oder aber, ihr habt, ich glaube, draußen steht Sly, oder? Einer von den Katachanern. Er kann euch dort ebenso hinführen. Ich denke, dass es sein Name war. Naja, dein Bruder bin ich ja mal gespannt auf deine Rede. Oder habt ihr uns noch etwas mitzuteilen? Wenn ihr noch wegen, die heilige Schwester, wie gesagt, sie war beim Hospitalisorden, eine herausragende Chirurgin, die sich um all die Verwundungen gekümmert hat. Nicht nur von den Katachanern, sondern natürlich auch von den Einheimischen hier, von den Auranern und den Heiständlern.
Nun, und sie ist vor, ich glaube, es war vor einem halben Jahr, ist sie gestorben. Wir haben sie dann hier gefunden. Das ist natürlich auch schon wieder lange her. Nun, sie hatte ihren eigenen Dolch in der Brust. Es sollte wohl so aussehen wie Selbstmord, aber daran haben wir nie geglaubt. Immerhin ist sie eine heilige Schwester. Die würden sich niemals, nun, umbringen. Wer hat denn beschlossen, dass es ein Selbstmord war? Nun, das hat von uns keiner beschlossen. Allerdings, wir hatten, wie gesagt, ihren eigenen Dolch in ihrer Brust gefunden. Sie lag dann eines Tages vorne in der Kapelle. Und dort hatte ich sie dann gefunden. Es sollte wohl so aussehen wie Selbstmord, aber wie gesagt, daran glauben wir alle nicht. Zumindest, nun ja, ich nicht und die Katachaner auch nicht. Die kennen selbstverständlich, nun, die Schwester haben sie kennengelernt und sie kennen all die anderen Schwestern. Naja, wo ist denn ihre sterblichen Überreste oder sind die bereits verbrannt? Die haben wir verbrannt. Verzeiht meine Lords, meine Engel. Es ist schon ein halbes Jahr her und wir waren uns sowieso nicht ganz sicher, ob überhaupt noch jemand kommt. Wir hatten dann mit Diaslan gesprochen und nun, ja. Wer hat Ermittlungen geführt? Wir haben keine Ermittlungen geführt. Das ist, wie gesagt, schwierig. Wir stoßen auf eine Mauer. Ihr sagtet gerade, dass es kein Selbstmord war. Das heißt, es muss Mord gewesen sein. Der Mord an einer Schwester ist definitiv. Nun, wir müssen hier sehr diplomatisch sein. Wir haben natürlich mit dem Kaele gesprochen. Und nun, er hat sich das angesehen und hat gesagt, dass sie wohl zu schwach für diesen Planeten war. Bruder Torvaldal, ihr müsst verstehen, es ist schlicht nicht möglich, in einer angespannten Situation wie dieser Türen einzurammen und Leute auf eine Folterbank zu spannen, um Fragen aus ihnen herauszuquetschen. Nun, wenn das sein muss, um die Stärke zu beweisen, weil es scheint definitiv so, dass sie hier keine Schwachen dulden wollen. Ihr müsst verstehen. Das wäre in meinem Fall auch die eigentlich interessantere Frage für jetzt, da wir gleich mit dem Anführer reden müssen. Genau wird denn erwartet, dass wir unsere Stärke unter Beweis stellen? Das müsst ihr mit dem Kaele besprechen. Ich bin kein Krieger. Ich habe meine Zeit in der Ekklesiarchie und im Militarum schon abgeleistet. Das ist aber viele Jahre her. Ihr sagtet, ihr seid 20 Jahre hier, Pater. Ihr müsst doch mitbekommen haben, wie das hier funktioniert. Nun, zumindest die Katachaner. Ihnen wurden Aufgaben gestellt. Sie sollten sich einen eigenen Terratrix beispielsweise organisieren und viele von ihnen wurden dabei gefressen. Deswegen sind das jetzt nur noch 10, 11, 12? Die haben alle einen eigenen? Diejenigen, die hier sind, haben keinen Terratrix. Sie haben die Prüfung versucht und haben überlebt. Sie haben überlebt, aber sie haben keinen Terratrix. Deswegen sind sie halt auch noch keine Männer. Keine Männer? Nun ja, das keine Auraner. Ein Ritus des Erwachsenwerdens vermutlich. Wie gesagt, das müsst ihr mit dem Kaele besprechen. Aber noch einmal zurückzukommen auf Schwester Rachael. Wie gesagt, sie hatte sich kurz vor ihrem Tod. Deswegen, ja, nun Selbstmord. Sie vertraute sich mir an. Sie hat tanzende Flammen gesehen. Vor allem am westlichen Horizont. Immer mal wieder kleinere Konvois von Männern, die mitten in der Nacht dann aufgebrochen sind. Und sie hat die Möglichkeit in den Raum gestellt, dass ein Dämon dort beschworen wird oder wurde. Und sie hat natürlich versucht, dann auch diese Kreatur aufzuspüren. Allerdings ist sie nicht weit gekommen. Sie verschwand auch immer mal wieder etwas, tauchte dann wieder auf. Ich glaube, sie wollte die Klippen herunterklettern, was natürlich besonders schwierig ist. Nachdem sie dann eines Nachts nicht wieder auftauchte und eine ganze Nacht weg war, tauchte sie dann, wie gesagt, wieder auf und dann aber mit ihrem Dolch in der Brust. Ich glaube trotzdem nicht daran, dass selbst wenn ein Dämon dort unten beschworen wird oder wurde, dass Rachael sich selbst gerichtet hätte. Egal, was sie sähe. Naja, oder Aufzeichnung? Nein, sie hat keine Aufzeichnung. Sie hat sich mir nur mündlich anvertraut. Naja, aber das klingt ja so, als müssten wir die Stadt verlassen, um uns den Ort mal genauer anzuschauen. Richtig? Ja, korrekt, aber das dürft ihr nicht. Damit würdet ihr gegen die Clan-Gesetze verstoßen. Da
Das heißt, wir gehen zuallererst zu diesem Anführer und werden ihn davon überzeugen, dass wir die Stadt verlassen müssen. Was bedeutet, dass wir uns eine dieser Echsen fangen müssen? So. Wenn es das so sein muss, müssen wir auf die Jagd gehen. Und dann verlassen wir die Stadt sowieso. Wenn ich mir nicht sicher bin, wie die unser Gewicht tragen sollen, aber gut. Naja, die Echsen müssen sie selber ausklären. Und wenn nicht, müssen wir was Größeres fangen. Da hat der Bruder recht, das ist ja das Problem der Echse. Pater Marius, nur eine Frage. Wisst ihr denn, wo genau sie das vermutet hat? Im Westen von hier, am Horizont. Wenn ihr des Nachtens hier bleibt, nun, ich vermute mal, ich weiß nicht genau, ob ihr direkt aufbrechen wollt, solltet ihr in der Nacht hier bleiben, könntet ihr es eventuell erkennen. Auch ich habe es mittlerweile festgestellt, auch wenn ich nachts nicht oft draußen bin, aber am westlichen Horizont brennt es. Naja, dann haben wir ja einiges zu tun außerhalb der Stadt. Ich mach mal eine Funkverbindung zu Diaslan auf. Diaslan. Hier, Diaslan. Kommen. Was befindet sich 5 Klicks westlich der Stadt? Sollte brennen oder leuchten. Einen Moment, wir prüfen. Ja, damit klickt es zumindest wieder und du wirst wieder alleine gelassen mit deinen Gedanken. Wenn uns die Echsen nicht tragen, können wir ihr Schuppenkleid ja für einen Umhang verwenden. Meine Brüder noch einer der Selbstmord der Schwester bedrückt mich sehr. Was auch immer da draußen vor sich geht, es gibt eigentlich keine Möglichkeit, dass Relos davon nichts weiß. Vielleicht sollten wir diese Vermutung nicht in seiner Gegenwart äußern. Und wie gesagt, es ist ja ziemlich sicher kein Selbstmord. Sofern ich mich nicht völlig täusche, würde es eine Frau vorziehen, sich die Kehle zu stechen, da dort die Wahrscheinlichkeit des Erfolges höher ist und der Aufwand der Kraft, der benötigt wird, um tödliche Verwundungen zuzufügen, deutlich geringer ist. Wenn die Brust sticht, dann müsste sie doch die Rippen, wobei die Klinge problemlos feststecken oder abrutschen können. Crazy sieht dich gerade so an, als könnte er dir mit keinem Wort folgen. Meine Lords, ihr Diaslan, kommen. Wir hören dich. Unsere Auguren melden, dass es sich dabei um große Gruben von Prometheum handeln. Eine Abbaustätte. Das Volk hier hängt in der Steinzeit. Was machen sie mit Prometheum? Das können wir euch von hier aus nicht erklären. Naja, Brüder, aber ich denke, ihr werdet beide recht haben. Wir sollten den Anführer hier nicht darauf ansprechen, sondern möglichst schnell diese blöde Echse fangen. Und dann schauen wir uns das vor Ort an. Ich denke, das ist der beste Weg. Prometheum könnte durchaus auch benutzt werden für irgendwelche Rituale, die hier vor Ort passieren. Aber ich glaube, das könnte uns der Pater ebenfalls sagen. Habt ihr noch irgendwelche Fragen an mich, meine Lords? Meine Engel? Ja, womit heizen die Aurana? Heizen? Nun, die meisten verbrennen Fett von den Tieren. Oder den Dung von den Agraxen. Also, kein Prometheum. Zumindest habe ich hier noch nie Prometheum gesehen. Nicht, dass ich wüsste, nein. Wisst ihr, ob es noch jemand anderen auf diesem Planeten gibt, außer die Aurana? Nun, wir hatten natürlich von der imperialen Armee und auch von unseren ekklesiarchischen Schiffen vom Mechanicus, wir hatten selbstverständlich einige Schiffe vor Ort, die auch mit den Auguren teilweise abgetastet haben. Aber wir haben keine weiteren Spuren gefunden. Vater, eine letzte Frage. Wisst ihr, was die Malisektoren sind? Ich gehe mal davon aus, dass es große Echsen sind. Die Eingeborenen, die Aurana, reden nicht gerne darüber. Ich habe den Begriff zwar schon einmal aufgeschnappt, aber da ich selber auch die Prüfung nicht bestanden habe, reden sie mit mir nicht über diese Saurier. Das heißt, ihr habt die Stadt auch noch nie verlassen? Nun, diese Stadt noch nicht, nein. Ihr wart in einer anderen? Auf anderen Planeten, wenn ihr das meint, mein Engel. Nein, ich meinte die auf diesem Planeten. Nein, ich sitze seit 20 Jahren hier. Nun gut, ich denke, damit sollten wir den Keil aufsuchen. Es könnte als unhöflich aufgefasst werden, wenn wir ihn zu lange warten lassen. In der Tat. Ein Stammesführer möchte meistens geehrt werden.
Naja, dann Tordal, bin ich mal auf deine Ansprache gespannt. Gott, zu dir. Ich auch. Ich lade einmal mein Devastator durch. Ich glaube, es wird schlimm, ey. So, ich nehme wieder meinen Flammenwerfer hoch. Mit so einem schönen, zufriedenen Zack